Ja, und damit nochmal einen wunderschönen guten Abend, liebe Rando-Freunde, zum Spiel in der Gruppe D zwischen Tantalus und Dr. Diabetes. Wir spielen heute einen 6-6-Standard mit Startschwert. Ja, ich bin Grump, mal wieder. Und an meiner Seite ist der liebe Lanux und am Tracker ist die liebe Maya. Und da werfe ich gleich den Ball rüber. Einen wunderschönen guten Abend hier, Lanux. Ja, hi, komm. Ja, schön wieder hier zu sein, auch hier zwischen Tantalus und Diabetes. Ich freue mich hier auf ein spannendes Match, vor allem, wir sind ja aus der ersten Gruppenphase raus. Da waren wir mehr so auf den Open, auf den Standards. Und hier haben wir jetzt auch schon ein paar Extra-Modis. Also, und wie du ja vorhin gesagt hast, 6-6 Standard, das heißt ja für uns, wir brauchen einen Kristall weniger, um den Tower betreten zu können und auch um Garnon besiegen zu können. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite aber, was in dem siebten Kristall sein könnte, da kann sich der Runner aussuchen, welchen er möglicherweise skippen kann. Mhm. Aber auch in dem Dungeon kann ja immer noch Progression liegen. Das stimmt allerdings. Also, wir beginnen jetzt in dem Moment mit dem der obligatorischen Standard. Ab dem Onkel können wir dann das Schwert benutzen. So meine Information. Genau. Na, hier ist das Schwert, glaube ich, noch bis und, zum Schwert. Und vielleicht hast du da mehr Ahnung als manch anderer. 6-6 bedeutet wohl oder übel auch ein Fast Scannen, ne? Nee, das müsste, glaube ich, dann noch extra angegeben werden, dass ein Fast Scannen ist. Ein Fast Scannen wäre dann ja, dass du den Tower nicht wirklich abschießen müsstest, denn da wäre ja dann schon das Loch auf der Pyramide da. Hier müsstest du dann, glaube ich, aber noch den Tower abschließen. Ja, und unser eigentliches Start-Item wäre jetzt der Bogen gewesen, hätten wir nochmal einen Standard gespielt. Aber dadurch, dass wir einen Start-Schwert haben, haben wir ja eigentlich leichtere. Es ist leichter, durch den Escape zu gehen, müssen nicht unsere Pfeile verschießen, sondern haben eben halt das Schwert. Ja, und wenn Eastern ein Crystal ist, dann könnten wir theoretisch ja direkt auch Eastern abschließen, wenn wir wollten. Auf jeden Fall. Also, die Runner werden mit Sicherheit keine Probleme haben, die Dark Rooms zu machen. Also, die sind mit Sicherheit auch sehr komfortabel, auch eine ganze Weile ohne Lampe auszukommen. Und natürlich ist ein Bogen auch eine wunderschöne Waffe. Aber ganz ehrlich, mit drei Herzen, da wo die Green Igors sind, reinzugehen, das ja, ist auch schon so eine Sache. Und ja, Bomben, auch ganz wichtig, wegen der Backup Escape. Und ja, die 6-6 bedeutet nochmal für alle, dass wir 6 Kristalle benötigen, um eben halt GT zu betreten und 6 Kristalle auch nur benötigen, um Ganon zu schädigen, zu attackieren, wenn wir das nötige Equipment mit uns tragen. Aber hier sind wir jetzt ja erstmal, dadurch, dass wir den Standard haben in der Escape Sequence, da kommen beide Runner auch nicht drumherum. Und je nachdem, wenn wir da durch sind, würde sich jetzt erstmal danach die Welt für die beiden sich öffnen. Aber wir können schon mal sehen, mit welchen Items sie dann entsprechend starten können. Wie gesagt, hier haben wir ja schon mal den Bogen bekommen. Ja, und wir haben 3 Bomben. Das heißt also, die Back of Escape, die können wir dann auch gleich mitnehmen. Geld haben wir auch genügend für den Body Render letztendlich. Also, das Seed, der gibt uns auf jeden Fall doch schöne Start-Equipments. Auch, also für den Start mit Bomben, mit Geld. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ja, vor allem die Bomben natürlich. Die nehmen auch so ein gewisses Mindset jetzt zum Start auch raus. Wenn du keine Bomben gefunden hast, du weißt, du konntest halt die Back of Escape nicht machen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was ist der aktuelle Price Pack. Aber vielleicht hättest du schon am Mana. Anfang dann Mana. Achso, Mana, okay. Aber du weißt nicht, was lasse ich dahinter zurück und wann würde mein Gegner möglicherweise die Items sich dann nachholen. Ja, genau. Und wir wissen ja nicht, vielleicht ist da auch richtig harte Progression drin. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass die Guards und die Schlangen den Mana-Pool haben. Wir wissen aber noch nicht eben halt, was die Ratten hätten.
Die Ratten haben wiederum einen ganz anderen Price-Pack als eben halt die Guards und die Schlangen. Das müssen wir auch noch unterscheiden. Deswegen sieht man auch bei vielen Standard-Modis, dass eben halt die Runner die Guards töten, sich da die Informationen bringen, was geben uns die Guards, dementsprechend was geben uns die Schlangen. Und wenn die Guards eben halt wie jetzt hier Mana geben, ja, und wir nochmal einen Standard spielen, dann würden wir automatisch dann auch sehen, dass die Runner dann später eben halt noch die Ratten umbringen, um dazu darauf zu hoffen, dass wir dort eben halt Bomben bekommen könnten. Genau. Ja, jetzt kriegen wir jetzt einmal von Zelda eine Einweglampe geschenkt. Die hält leider nur nicht so lange. Naja, kommt drauf an, hätten wir jetzt keine Bomben gehabt und würden wir wieder von der Front reingehen. Es geht, hätten wir trotz allem, auch wenn wir keine Lampe besitzen, hier immer noch Licht. Ja, weil die bleibt, weil das bleibt. Nur für diese Räume. Nur für diese Räume, aber auch nur von vorne. Wenn man über Back of Escape runter gehen würde, sage ich jetzt mal, und dann jetzt hier Dark Cross spielen würde, ja, was eigentlich total irreführend ist jetzt, was ich sage, hätten wir eben halt in den Dark Cross, also in den Darkrooms, keine Lampe. Ja, aber wie du ja gesagt hast, es ist irreführend, weil wir haben ja schon von der vorderen Seite halt aufgeräumt und es würde halt einfach keinen Sinn machen, ja, nochmal ins Dark Cross zurückzugehen. Da würde man halt nur eine leere Truhe wiederfinden. Ja. Aber es ist einfach nur jetzt mal zur Darstellung gewesen, um zu wissen. Oh, die Flöte ist auch gut, okay. Dann gehe ich aber auch jetzt felsenfest davon aus, dass wir kein Zeppelin Quid sehen von keinen der beiden Runnern. Die sagen, oh, ich gehe jetzt erstmal nach Eastern. Nein, es wird definitiv Kakariko jetzt werden. Gerade schon mit der Flöte, die man aktivieren kann und dann eben halt schnell zu den ganzen Location-Spots wie zum Beispiel der South Shore Dam oder zur Art Richtung Eisstock Cave oder eventuell auch Richtung Eastern eben Teil halt zu 5 Flücken. Genau, ne? Also es ist ein wunderbares Mobilitäts-Item. Gleichzeitig aber auch gibt uns die Flöte auch die Möglichkeit, jetzt auf den Berg zu kommen. Ne? Also wir können ja, ja auch zu der 1 flöten und so gesehen wäre dann schon mal der Berg in Logik. Ja, apropos Berg. Berg, Hera ist ein Pendant, Eastern und Desert sind beides Crystals. Ja, und ja, wir haben ja schon den Bogen bekommen. Also ich denke, das wird gar nicht so lange dauern, bis die Runner sich entsprechend auch für Eastern entscheiden werden. Meine 6 Items mit Sahasrara, also mit Sahasraras Kazad, das lässt man sich ungern entgehen. Wir haben ja auch die Flöte und da kommst du unheimlich schnell hin. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Lumberjack hat, glaube ich, auch nur Bomben, wie ich gesehen habe. Will mich jetzt nicht gehört haben, aber ich denke, es sah aus wie Bomben. Ja, wir können es uns von Tantalus nochmal bestätigen lassen. Ja. Haben meine Augen sich doch heute mal nicht getrügt? Ja, so Mario auf Mushroom-Spotten nimmt man natürlich gerne auch mit. Also, das sieht, der meint es im Moment noch recht gut mit den Runnern. Naja, aber aktuell macht der Sumaria jetzt nicht wirklich was auf, aber es ist trotzdem schön, den zu haben. Für gewisse Sachen ist er halt sehr brauchbar. Zum Beispiel, wir wissen ja noch nicht, müssen wir in Eis, da kann man sich mit einem schönen Glitch sich da die Zeit sehr schnell verkürzen. Man kann damit auch gewisse Blöcke sich eben legen, wo man eigentlich eine Statue schieben muss. Und auch für den Swamp Dungeon auch sehr praktisch. Ja, und natürlich weiß man, okay, Maya und Rock, da benötigen wir definitiv ja den Sumaria. Also daher ist es schon mal gut, den zu besitzen. Ah, Blind's Hideout gibt uns aber auch nochmal ein paar Bomben. Das ist sehr schön für die Runner. Oh, ein bisschen Geld. Ja, nimmt man auch gerne natürlich mit, gerade am Anfang eines Seedes.
Ja, und jetzt in der Wellen nochmal die Handschuhe. Das ist schon mal Teil 1 für Dark World. Ja, aber wir haben auch jetzt noch die Bottle bekommen. Das bedeutet, dass wir komplett Kakariko spielen können. Wir können hier also aus Kakariko alles rausholen. Ja, die mit der Flöte, ja, ist schön, aber ich denke mal, die Bottle ist schon eher. Und jetzt mit dem Hookshot. Jetzt kann man natürlich schon sich überlegen. Ja, gehe ich eben halt mit dem Equipment Richtung Eastern, wenn Eastern, ich muss ja nur 6 Crystals machen, oder gehe ich da jetzt schon mit auf den Berg, weil Easters Mountain ist natürlich durch einen Hookshot, den wir beim Bottle Render bekommen haben, natürlich auch jetzt sehr lukrativ und reizend. Ja, also das sind jetzt wirklich zwei sehr, sehr attraktive Locations, die für die du dich entscheiden kannst. Bei dem einen, ja, sehr viele Checks, ne, auf dem Berg. Auf der anderen Seite 6 Checks, auch sehr viele, plus Crystal, den du letztendlich sowieso, wovon du in diesem Fall 6 von brauchst. Ja, und ein bisschen Sora-Geld bekommen wir hier auch noch in Kakariko. Boah, das sieht sehr, scheint es doch sehr, sehr, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, sehr, sehr nett mit den Runnern am Anfang zu meinen. Ja, aber manchmal dieser Schein zu trügen, wenn ein Seed am Anfang sehr nett ist, kann er sich auch zum späteren Zweifel sich manchmal wie ein Kaugummi etwas ziehen. Ja, besonders wenn es jemand gerollt hat, der diese Art von Seeds auch kennt und zur Genüge schon gespielt hat. Ne? Ich enthalte mich mal dazu. Aber warum? Ja, die Frage wird jetzt sein, der beiden Runner, wohin geht es als nächstes? Geht es zuerst in die South Shore? Geht es zuerst nach Eastern? Geht es zuerst auf den Berg? Wir haben jetzt 3 Optionen, eben halt, wo wir doch eine Menge an Items bekommen können, plus eben halt noch ein Crystal Dungeon abschließen können. Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt bei Dr. Dubitus. Ja, gute Option. Ja, Dr. Dubitus, interessant. Ja, Desert Area. Desert. Ja, mit der Flöte schnell abzuschließen. Ne? Das ist halt einfach diesen etwas, ich sag mal, isolierteren Check von Agina. Mhm. Und der ist auch immer wieder mal für eine Überraschung gut. Oh, ja. Und natürlich mit einer Flöte kannst du da eben ganz schnell hin. Und dann hast du den endlich irgendwie aus deinem Kopf heraus. Du weißt, okay, er hat nichts. Oder du kannst dich freuen, er hat was. Und dann kannst du dann vielleicht dann hoffen, so, ich hoffe, mein Gegner ignoriert den für eine ganze Weile. Ja, ja, aber Agena hat nun mal nur ein Herzteil. Und ja, Tantalus hat sich entschieden für den Berg. Kann man machen, finde ich sogar eher einen sehr legitimen Play. Dr. Diabetes folgt jetzt dementsprechend auch Tantalus. Ja, wie du es gesagt hast, wir haben extrem viele Checks oben auf dem Berg. Und ja, wenn man so frühzeitig schon auf dem Berg kann, warum nicht gehen? Ja, und wer weiß, was uns hier findet. Wir sind ja aktuell in der Logik, also bis auf den Opa, da bräuchte man die Lampe. Der Opa hat jetzt aber, glaube ich, nur ein bisschen Taschengeld für uns gehabt. Ja, 20 Rupees, aber Tantalus muss ein bisschen hier aufpassen. Es wird auch nicht leichter jetzt gleich sein, wenn er runterspringt. Weil dann sich da auch gerne mal so ein Deadrock sich in den Weg stellt. Ja. Die Flippers, damit Sora und selbst Dr. Diabetes jetzt Probleme, muss hier ein bisschen tanzen. Ah, beide nehmen sie sehr gefährlich. Moment, ja, auf dem also Berg. Wenn hier schon hier diese Berge fallen, dann willst du auch ein bisschen am Limit leben. Ist so ein bisschen Extremsport, glaube ich, für die beiden. Die brauchen das meistens von diesen Adrenalinkick. Okay. Ja, das Problem ist, man kann aber jetzt hier keinen Bombjump mehr rübersetzen. Das heißt, Safe and Quit von Tantalus ist genau das Richtige. Geht schneller, als wenn man jetzt den einmal runterdroppt und dann Richtung Easter's Monken geht. Ja, und vor allem, die war jetzt auch nur so auf ein Herz unterwegs. Da könnte jetzt runterdroppen, könnte sich eine Fee holen.
Aber der Weg ist länger. Du kannst genauso gut eben safe and quitten, eben einmal noch ein Küsschen dem alten Opa geben, damit du nochmal full life hast. Ja. So, aber jetzt Easter's Mountain, Paradox Cave sind 5 Checks plus 2 plus ein Check in der Spiral Cave und dann haben wir da noch einmal ein Sichtcheck auf Floating Island. Und wenn wir hier einen Hammer haben, hätten wir sogar noch Kerker, wo wir reingehen könnten, wenn wir wollten. Ja, aber okay, wir haben keine Feuerquelle für das Basement, aber wir haben einen Hookshot, der so gewisse Sachen auch in Hera hilft, um manche das ein oder andere zu umgehen. Ja, vor allem die nervigen Räume nach oben. Das sind es, warum man gerne den Hookshot hat, wenn man nachher reingeht. Zumindest sind wir hier die Moon Pearl schon mal. Ja, Moon Pearl Flipper ist erstmal auf dem Berg. Wir haben noch einen Check und Tantalus entscheidet sich. Nö. Spiral Cave möchte ich jetzt nicht gehen. Ist gewagt, kann man aber machen. Ja, also Tantalus weiß auch, es ist auch ein langer Weg. Vor allem, du hast keine Boots und einfach diese 2,5 Runden da in diesem Raum laufen. Kann man aber nach hinten verschieben. Ich meine, wir haben ja noch sehr viele Checks offen. Ja, wie gesagt, interessantes Gamble. Ich denke aber, oder ich hoffe auch für ihn, dass sich das auch auszahlt. Wer weiß, vielleicht macht Dr. Diabetus das Gleiche. Dann sind sie auch gleich auf, falls da was liegen sollte. Aber naja, hier Dr. Diabetus doch eben einmal den Sichtcheck. 20 Rupies. Und jetzt werden wir sehen, ob sich der Skip von Tantalus sich auch gelohnt hat. Ja. Ja, wenn jetzt hier die Mits drin sind, dann wird Dr. Diabetus definitiv auch noch Darkness Mountain spielen wollen. Bietet sich natürlich dementsprechend sehr gut an. Ja, vor allem mit dem Hookshot, direkt auch die Hookshot Cave dabei. Kannst du noch Dark World Check noch holen und gegebenenfalls hätte man sich auch noch ja eben anschauen können, was Turtle Rock bräuchte als Medaillen. Ja, aber wir haben nun mal nur Bomben dort gefunden. Ja, und es scheint mir so, als wenn beide Runner Eastern erstmal aufschieben wollen und die sicheren Checks erstmal spielen wollen mit den Waterchecks. Eastern wäre ja so gesehen auch ein sicherer Check. Ne? Klar, das Einzige, was du natürlich machst, ist so ein bisschen außerhalb der Logik. Kommt drauf an, was halt in dem Darkroom liegt. Ja, und das halt wieder Boss. Wir sind auf 6 Herzen. Ich gehe davon aus, dass beide irgendwie Bedenken haben, Green May, was passiert, wenn in dem Darkroom, wo die Green Igos sind, was schief läuft. Dodge zu sterben ist auch nicht gerade das Schönste. Will man einfach irgendwie erstmal nicht machen, kann ich mir gut vorstellen. Und dort der Diabetes hier mit Hilfe der Biene. Ja, mit dem Bottom Cave. Tot, leer gewesen, nur ein Schild. Das war ein Reinfall, würde ich jetzt schon mal fast behaupten. Ja, also ich denke, wir nähern uns auch entsprechend, was die Itemdichte angeht, der Eastern Area. Ja. Und Dr. Diabetes entscheidet sich hier jetzt mal auch gegen der Ice Shot Cave und geht direkt erstmal auf die Watersheds. Ist interessant, muss man sagen. Natürlich, mit der Flöte kommst du schnell wieder zu Ice Rock Cave, aber wenn man da schon ist, kann man die auch ruhig mitnehmen und dann nochmal zu 8 flöten. Ja, aber du könntest halt auch eben jetzt zum Hobo schwimmen. Da ist ja noch eben einmal kurz dieses seichte Wasser, wo du schnell mal wieder zu 8 zurückflöten kannst. Ja, bloß dann in der Regel machst du die gesamten Waterchecks und Tantalus entscheidet sich hier auf einem längeren Weg. Ah, hier hätte ich auf jeden Fall definitiv geflötet und wäre zur 8 geflötet. Ist viel schneller als ein Time-Safe. Ja, Dr. Diabetes entscheidet sich ja auch,
wie du es gesagt hast gerade eben, zur acht nochmal zu flöten nach Hobo. Um jetzt noch der KD Island zu checken, wo wir, glaube ich, auch nur Bomben drauf haben, ja. Ja, und wir haben jetzt auch das Geld entsprechend zusammen, um bei Sora sein super limitiertes Item zu kaufen. Hat er was Schönes für uns heute? Das sieht das wirklich unangenehm, muss man jetzt schon mal sagen. Der sagt uns, geh auf den Berg, da wirst du die Flippers bekommen, deine Moonpearl bekommen, um dann auf den Watershacks dein Darkodexist in Form von den Mits zu bekommen. Die wir bei Dr. Diebich das gesehen haben, das ist natürlich nicht so toll. Ja, würde ich mal sagen. Ist, ja, angenehm ist was anderes, da gebe ich dir schon recht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Darkwood Access. Das heißt, wir können jetzt von Kakariko aus, ich glaube, das ist auch so ziemlich. Oder auch, nee, wir können Kakariko, können wir die Dark World. Wir haben ja die Mits und die Flöte, das heißt, wir können auch einmal der Maya Area reingucken. Wenn wir ganz verrückt sind, können wir auch gerne einfach mal ins Eis reingehen, aber dann sind wir im ersten Raum und gehen wieder raus, weil da brauchen wir eine Feuerquelle, um die ersten Fieser zu besiegen. Wieso gucken wir uns doch erstmal in Eispalais um? Vielleicht ist es ja schön, vielleicht ist es den Runnern ja auch ein bisschen zu warm und dementsprechend wollen sie sich da mal kurz abkühlen. Schon mal daran gedacht. Ja, also wenn Sommer ist, würde ich auch in den Eis-Dungeon gehen. Hätte ich auch keine Probleme mit. Aber zur jetzigen Jahreszeit warten wir mal ab. Okay. Dann geh ich lieber nach Turtle Rock, da gibt's den Lava-Room. Die Lava-Chest, okay. Da stellst du dich mitten zur Vanilla-Biki-Chest an die Lava-Chest und, ne? Naja, Map-Check. Apropos Turtle Rock, Red Crystal, Maya Red Crystal, Deepstone Green Pendant und Swamp Normal Pendant. Ja, Swamp Pendant, Seastone, denke ich, wird höchstwahrscheinlich vielleicht eher nur gedippt. Aber jetzt auch die Frage, wir brauchen ja auch nur erstmal 6 Crystals. Schön ist natürlich, 2, man nimmt ja wahrscheinlich auch gerne die Red Crystals gerne mit, dass uns ja auch entsprechend die Pyramide aufmacht, also über die Red Bomb. Aber auf welchen Crystal könnte man dann erstmal gut verzichten? Ja, das ist die Frage, weil die Sache ist, wir kommen eher erstmal nicht nach Turtle Rock rein, weil wir haben keinen Hammer. Damit fangen wir schon mal an, wir bräuchten den Hammer eben halt für die Red Bomb. Das heißt, wir können schon mal ausschließen, was das angeht, dass der Hammer auf der Red Bomb liegt. Den werden wir irgendwann vorher finden. Ja, ich denke mal, Turtle Rock wollen die Runner, denke ich mal, erstmal überhaupt gar nicht sehen. Ja, denke ich auch. Also, es ist auch einer der Dungeons, die auch sehr lange brauchen, ne, um das einmal komplett abschließen zu wollen. Auch wenn du es go-moden würdest, selbst da sparst du jetzt auch nicht die Zeit. Da gibt es halt andere Dungeons, die man eher vorziehen würde, wenn man sagt, ich bin im go-mode und ich hole mir dann den 6. Crystal. Ah, Tantalus jetzt auch mit seinen Bomben, wäre das ein Dr. Diabetes, sich die Lamba Ledge, die Lamba Ledge, ich meine den Bumper Ledge angeguckt hat, wo wir auch nur Geld drauf haben. Ja, und Tantalus hat sich auch wirklich hier erstmal entschieden, zu sagen, er möchte erstmal Arctis Mountain komplett spielen. Also was heißt komplett spielen? Mit Super Bunny Cave und eben Tortoise Cave. Ja, sind auch schnelle Checks und wie vorhin auch noch gesagt, eben mögliche Informationen, weiß jetzt, Turtle Rock ist ein Crystal, kann man schon mal nachgucken, ja, was und wir haben, brauche ich. Ja, und wir haben den Mirror jetzt in Seahaus Chapter gefunden, auf Dr. Diabetes Seite. Auch nicht so wirklich das, was man eigentlich so schnell finden möchte. Natürlich können wir jetzt
ja, sagen, mit einer Lampe hoffentlich den Hammer schön Ethan und Pot zusammen kombinieren. Ja, und ja, wir haben auch schon die Mids. Wir könnten halt auch schon irgendwie eine Smith-Chain auslösen. Aktuell halt ohne Hammer, ein bisschen ärgerlich. Die Hammer-Packs würden dann erstmal ein bisschen da liegen bleiben. Ja, vor allem, du hast da zwei Checks jetzt aus der Lightworld und aus der Darkworld. Na gut, wir haben eine Mirror. Stell dir einfach nur mal vor, du müsstest da immer hin und her gehen. Wie ist ja für Tetherrock gerade gesehen? Nicht schön. Ja, die Boots auf Tantalus Seite, das ist schon mal ein Fund. Da ist die Frage, wann wird Dr. Diabetes da hingehen? Somit öffnet sich für Tantalus komplett die nördliche Route quasi von Shop Outcast. Aber ich gehe davon aus, dass er sich sagt, er spielt jetzt schon Kingsdom und eben halt. Das sind zwei Checks, genau. Also, du startest ja an der Senk. Ja, die drei Meter. Aber ich habe da irgendwie, sehe ich eher ein Problem gerade. Und zwar die Graveyard Ledge. Ja, also das ist. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir finden ja später wohl den Spiegel und dadurch, dass du jetzt halt die beiden Checks machst, isolierst du dir den wirklich hart weg, weil es gibt nichts, sonst nichts mehr, was sich eigentlich noch über diese Route treiben wird. Ja, das ist eben das Ding. Es müsste dich schon so hart treffen, dass du keinen Hammer finden wirst und dass du dann über die Nordroute mit den Flippers rüberschwimmen musst. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und Tantalus macht das, was ich eigentlich einen sehr guten Play sehe. Und zwar einfach erstmal checken, was benötigen wir eigentlich für Tantalus, was für Meier. Für Meier brauchen wir das Quake, also umgedrehte Medallions. Wie es im Vanilla-Game ist. Normalerweise im Vanilla-Game Mission Meier das Ether und das Quake für Tetherrock. In dem Fall Tetherrock, Ether und eben halt Mission Meier Quake. Und der Hammer auf K45. Das ist natürlich jetzt sehr interessant, weil damit öffnet sich Swamp Palace für uns. Ja, und das kannst du jetzt auch wunderbar reinrauten. Du musst überlegen, wir können in Swamp rein, obwohl es jetzt natürlich auch nur ein Pendant ist, aber wir wissen ja nicht, ob da vielleicht irgendwas Nettes liegen kann. Auf der anderen Seite gehst du ein Stück weiter, kommen wir noch an Hype Cave vorbei, willst du noch ein Stück weiter laufen? Eastern Pot. Auf der anderen Seite, wir haben auch die Flöte, wir können auch schnell rüberflügen. Ah, die Sache ist, wird jetzt aber auch sein. Oder was heißt, die Sache wird sein? Das ist, wird ja so eine Sache eben halt. Ja gut, du kannst jetzt sagen, ich gehe nach Swamp rein. Würdest du auch Swamp dann beenden wollen? Also ich würde es wahrscheinlich da nicht full clearen, aber das ist echt schwierig. Das ist eine schwierige Entscheidung, ob ich mich jetzt wirklich dafür entscheiden möchte, bis nach Argus zu gehen. Und es ist auch nicht mein Green Pendant. Bei einem Green Pendant vielleicht eher, aber nicht bei einem 0815 Pendant. Ah, Hype Cave. Mal sehen, wie halt du uns bist. Ja, gut. Genauso halt wie, würde man so sagen, ich würde sagen, genau dieselben Punktzahl wie unser toller Minimodum Cave.
Und ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall auch bei Tantalus, ein Check, den wir noch bei Dr. Diabetes nicht gesehen haben. War auch nichts gewesen. Das heißt also, Tantalus wird jetzt Richtung Wirtschaft Outcast gehen, wird dann sein Mirror in Seahouse Chapter finden. Und dann ist die Frage, wir haben auf K45 ja den Hammer gefunden. Was mich ein bisschen irritiert und verwundert ist, warum Dr. Diabetes nicht doch nochmal zurückgegangen ist, um wenigstens die Hammerpicks noch zu machen. Ja, warst da echt nah dran, ne? Also das ist jetzt auch nur ein Katzensprung gewesen. Hast auch die Mits, dass du halt auch an dem Stein vorbeikommst. Aber du brauchst ja auch für die Hammerpacks. Ja, und dann Mirror, um die Purposes abzugeben, ja. Weil dann hättest du die Purposes abgeben können. Gut, du hättest den nochmal flöten müssen zur 4, um dann eben halt Halbkämpfe zu spielen. Ja, und Speedgaming Deutsch 2, danke für den Raid. Wir sehen hier nämlich gerade mal das erste Spiel der Gruppe D von Tantalus und Dr. Diabetes in einem 6-6 Standard mit Startschwert. Ja, sind gerade mal 30 Minuten im Ziel drin und ja. Im Moment nehmen sich beide Runner eher wenig. Der eine hat den Hammer, gut, den wird Tantalus dann auch demnächst, denke ich mal, sich holen. Dafür hat Tantalus aber schon die Boots oben in Hookshot Cave gefunden, wo Dr. Diabetes halt noch nicht war. Und jetzt bei Dr. Diabetes jetzt auch mal die Pot Eastern Area. Ja, kann man gut miteinander spielen. Wenn jetzt hier eine Lampe ist, kann Dr. Diabetes direkt Eastern und auch Petals of Darkness bannen oder einen Fire Rod zumindest. Und ja, Tantalus entscheidet sich hier wirklich weiter nach Eastern reinzulaufen. Aber die Backoff saß gerade nichts Großartiges für uns bereithält. Tantalus muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Mit einem Herz hier durch. Ja, kann sich aber gerade auch ein bisschen leisten. Hat nämlich noch eine Fee in der Bottle. Ja, aber möchtest du die jetzt hier loswerden? Nein, auf keinen Fall. Aber ich sage ja nur, falls jetzt ein Unglück geschieht, ist Tantalus halt noch nicht komplett raus aus dem Dungeon. Ja. Könnte halt also entsprechend ein bisschen weitermachen. Ne, vor stimmt, allem jetzt halt hier zu sterben im Attic und du hast keine Safety oder sowas, das ist mega ärgerlich. Wunderbar, ein Master Sword sogar. Master Sword, was wir definitiv benötigen. Ja, einer von auf jeden Fall drei Schwertern, die wir jetzt hier noch finden können. Ah. Ich weiß gar nicht, wie Dr. Diabetes im Dunkeln im Turtle Room sich auskennt.
ob er sich das zutraut oder sagt, nein, erst mit einem Fire Rod oder eben halt mit der Lampe. Ja, angenehm ist er wirklich nicht. Also mit einer Green Mail, auch wenn man da 10 Herzen hat, oder so, ja, ich glaube, das müssen 10 Herzen sein, kann das auch echt unglücklich enden. Und auf einer Blue Mail ist das schon für ein bisschen angenehmer, aber wir werden dann nachher sehen, wie Dr. Diabetus dann möglicherweise sich dann entscheiden wird. Oder vielleicht finden wir ja noch auf diesem Weg eine Lampe oder ein Fire Rod. Dr. Diabetes entscheidet sich doch, einen etwas längeren Weg zu gehen, um zu Vanilla Bicky Chest zu gelangen. Man hätte, oder er hätte sich auch mal kurz rausmirren können und nochmal durch die Fronttür gehen können. Hätte sich also durch da durchwuseln müssen, letztendlich, durch die Beagles. Wenn der Tante bloß jetzt mit Blinds am Tanzen ist. Ja, und ja, vor allem, dass Tante es ja auch jetzt blind macht, das steigert schon meine Neugier. Es ist auch das Green Pendant, also was wir Sashala später für uns haben. Ja, das definitiv. Jetzt stell dir mal vor, der hat jetzt ein Quake oder ein Isa-Medaillen. Das könnte natürlich auch möglich sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Tante bloß sich doch dann entscheidet, wenn er den Hammer findet, doch nochmal zurückzugehen. Also das könnte ich mir gut vorstellen bei Tante bloß, weil er nimmt dann gerne alles mit. Gerade würdest du versuchen, Patterns of Darkness zu beenden? Mit dem Equipment, was ja. Dr. Diabetes hast? Ich würde es versuchen. Ich sag mal so aus persönlicher Sicht, hier oder da bin ich da schon manchmal ein bisschen risikoreicher. Vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, so wie ich spiele, aber ich würde zumindest versuchen, weil ich sag mal, man hat wenig Lust, später nochmal zurückzukehren. Okay, die Frage übrigt sich. Wir haben nämlich hinter der Lampe den Fire Rod jetzt gefunden auf Dr. Diabetes Seite. Damit, ja, werden wir auf jeden Fall den Dungeon abschließen. Ja, das macht auch diesen Turtle Room auch sehr viel angenehmer. Klar, wenn du jetzt keine Lichtquelle hast, also wenn du keine Lampe hast, du siehst ja nichts. Aber da sind zumindest zwei Fackeln, die du anzünden kannst und immer kontinuierlich ins Blinde schlagen, um zu hoffen, dass sich so ein Turtle mal sich umdrehen und dass du den dann noch irgendwann nochmal triffst. Ja, ist halt immer so ein ins Trübe rein. Aber jetzt mit einem Fire Rod, du kannst eine Fackel anmachen, du siehst, was du tust und das beschleunigt diesen Raum auch ungemein. Jetzt wollen wir sehen, ob Tantalus, wie du gesagt hast, den wieder zurückgeht zu den Hammerpacks. Bin ich spannend. Und dann sehen wir auch, ob Tantalus sagt, ja gut, es ist jetzt Swamp offen, ich gehe mal nach Swamp rein. Du musst aber auch jetzt überlegen, Dr. Diabetes kann jetzt mit dem Fire Rod, den wir jetzt hier haben, den Somaria, wenn er jetzt hier noch vielleicht das Quake bekommt in Eastern oder eben halt
jetzt hier noch auf Helmersor. Ich glaube, Helmersor hat sogar noch ein Item. Direkt danach Meier und eben halt auch noch Desert Palace beenden. Nebenbei ist noch Ice Palace zu beenden und somit hätte Dr. Diabetes mit Skywood sogar alle 6 Crystals, die er nur benötigt. Interessant, also. Ja. Also wir brauchen echt nicht mehr viel. Gut, Dr. Diabetes benötigt definitiv ja noch das Master Sword. Wir wissen, dass im Attic, bei Attic, ja, im Attic Master Sword liegt. Ja, aber wir haben ja noch 2 Schwerter irgendwo verteilt. Also kann sein, muss nicht sein, dass Dr. Diabetes auch über ein anderes Schwert noch stolpern wird. Ja. Und Tantalus entscheidet sich für den Swamp-Play. Oder? Purple Chest erstmal. Okay. Ich habe nicht mitbekommen, dass er die Purple Chest liegen lassen hat. Na doch, kein Swamp-Play. Jetzt werden wir auch bei Tantalus sehen, entsprechend die Pod Eastern Area wird dann auch seinen Fire Rod bekommen. Und wir werden noch sehen, was Eastern jetzt noch für uns zu bieten hat. Ja, und wir sehen auch gleich, was Green Pendants uns gibt. Also. Wenn sich das jetzt rendiert hat und wir jetzt hier das Ether oder das Quake bekommen von Sahasrara. Oder noch ein Schwert? Das wäre auch gemein. Oh, nee. Ein bisschen Liebe. Oh, hat Screen Pendant also nichts gebracht? Ja. Auf jeden Fall werden wir gleich gucken, wohin Dr. Diabetes nach Eastern geht wird. Wird er dann sagen, er geht Richtung Ice Palace? Das macht vielleicht Skywoods erstmal. Oh, guck mal, hier ist noch ein Schwert. Gut. Ja. Wenn ich jetzt mal so überblicke, ist eigentlich nur noch Quake. Mindestens für Dr. Diabetes. Gomod, ansonsten das Isa und der Ice Rod. Ja. Ja, kommt gut hin. Obwohl, ich habe nicht gesehen, was auf der Torch liegt in der Satt. Da lag ein Schlüssel. Ich glaube, das war sogar der Big Key. Ja, gut, also, dann braucht er nur noch die Boots vom Hochschlag Cave. Ja, aber die sind ja, ich sag mal, relativ einfach zu erhalten. Ja, weil aber auch eine hohe Itemdichte. Wenn Dr. Debitus irgendwann mal anfangen müsste, irgendetwas zu suchen, dann wird er irgendwann auch zur Hookshot Cave gehen, weil du hast halt einfach diese mehreren Checks. Ja, die Sache ist aber nur, wir haben jetzt Swamp offen, wir haben Eisfluss offen, wir haben Skullwoods offen, wir können nach, wenn wir das Quake bekommen sollten, könnten wir direkt Richtung Meier. Es ist so eine Sache eben halt. Wir haben so an sich noch sehr, sehr viele Checks offen. Ja, wir werden sehen, was zuerst kommt. Wenn sie Pech haben, dann liegt zum Beispiel Quake in, sagen wir, Laser Bridge von Turtle Rock. Und vielleicht hast du dann nur das Isa und Eisrock. Ja, dann benötigen wir definitiv die Boots nicht. Außer in GT liegt der Big Key auf der Torch. Also die Boots will man schon gerne haben. Ja, auf jeden Fall. Ne? Den zieht auch ein wenig schneller.
Man merkt, wenn man die ganze Zeit keine Boots hat, auf die Dauer wird man da sehr ungeduldig. Man ist halt, man geht da quasi nur spazieren. Ja. Und hier ein schöner Krickel von Dr. Diabetes und auch seinen zweiten Crystal. Na, und jetzt, wohin geht's, Dr. Diabetes? Nach Eis. Warum nicht? Ist abschließbar. Ja. Ja, ist, denke ich, auch eine richtige Wahl. Ich meine, du kannst schon mal die Dungeons abschließen, die du halt auch abschließen kannst. Du kriegst dein Crystal. Und möglicherweise gehst du davon aus, dass du entsprechend deine Progression auf dem Weg mitbekommen wirst. Ich denke, Dr. Wills hofft wahrscheinlich jetzt hier zum Beispiel, ich kriege hier das Quake in Eis oder die Boots. Okay, Quake what? Wissen wir nicht, wo sie sind, aber Boots sind dann hoch. What, wait, hat Tante Bloß jetzt wirklich Dark Maze noch nicht gespielt? Moment, der ist doch... Den U-Turn hat er gemacht? Weil er wird jetzt hier einen zweiten Smoky haben. Das heißt, zum Boss hin haben wir natürlich eh eine. Dann muss er Dark Maze jetzt nicht mitgenommen haben. Ja, das heißt also, Tantalus wird, wenn er jetzt nicht nach Dark Maze reingeht, den Firewall erstmal liegen lassen. Na gut, er entscheidet sich doch nochmal zum Dark Maze zu gehen. Ist schon gerade ein bisschen irritiert. Und auch einer der wenigsten Bombshumps, die man so an sich sieht, haben wir auch auf Tantalus Seite jetzt gesehen. Und ja, jetzt kommen wir da zu dem Glitch, den du erzählt hattest vorhin mit den Somaria und Icebreaker in Ice Palace. Genau. Wo also Dr. Diabetes ein paar Probleme gerade hat. Ja, als dieser Glitch entdeckt wurde, der konnte man damit schon echt viel abkürzen. Ich glaube, vorher war eher so der Bombjump so das Nonplusultra im Ice Palace. Jetzt natürlich jetzt der Icebreaker. Ich empfinde aber den Icebreaker trotz allem als zweischneidiges Schwert, denn klar, er kürzt viel ab, aber auch für viele macht er entsprechend den Eis-Dungeon unattraktiv, solange man kein Somaria hat. Und ganz schlimm ist es, wenn natürlich dann der Dungeon den sogar selber den Somaria irgendwo versteckt. Ja, du hast es gerade angesprochen, also ich gebe jeden den Rat, der einen Randomizer spielen will. Nicht einfach nur die gesamte Zeit den Icebreaker üben, sondern auch den Icepalace Bombjump, weil manchmal ist der auch sehr relevant, dass man den benutzen muss, weil Icepalace ist nun mal mit einem Hammer und mit dem Hookshot abschließbar. In Logik und damit auch abschließbar. Und es kann sein, wie du es gerade gesagt hast, dass eben halt der Somaria auch gut und gerne hier im Icepalace liegen kann. Genau, also diese Option sollte man sich, wenn man wirklich auch selber spielt, sich oft auch mal im Hinterkopf behalten. Ne? Also auch, wenn man sagt, so, ich habe keinen Somaria, dass man sich auch mal entscheiden kann, ich werde den trotzdem machen. Ja, und vor allem mit Master Swords und Fighter Swords sollte man üben oder eventuell auch mal Swordless. Also alle drei Methoden ab Master Sword aufwärts sind die Abstände immer dieselben. Nur beim Fighter Sword, da gibt es einen kleinen Unterschied, weil das Fighter Sword ein bisschen schmaler ist. Ich glaube, Tantalus hat da so kleine Probleme gerade im Dark Maze. Ja, einmal da verlaufen ist nicht schön. Oh, ein schöner kürzester Fight von Dr. Diabetes. Letztes Item und den weiteren Crystal. Und das ist auch das einzige Richtige, was Tantalus jetzt macht. Er hat gesagt, er hat sich da verlaufen. Gut. Passiert.
Dann werde ich einfach jetzt weitergehen. Lass das letzte Item drin. Wir wissen, dass da nun kommt, dass es nur der Kompass sein wird. Den Kompass hat er mitgenommen. Wird sich freuen, dass er jetzt hier das letzte Item findet, dann auf Helmer. Aber Tantalus hatte noch den Kompass mitgenommen. Der wollte, glaube ich, nur noch raus und glaube, im letzten Stück hat er sich da ein bisschen verrannt. Wieso wollte er raus? Wenn er einen Kompass hat, der war ja oben. Der Kompass, der lag ja oben links. Ja, den hat er, glaube ich, mitgenommen. Naja. Können wir ja mal fragen, was da war. Ja, und Dr. Diabetes geht halt jetzt Richtung Skewitz beenden und danach. Ja, was bleibt denn eigentlich noch übrig? Der Berg ist klar. Mit Hookshot Cave, wo er dann seine Boots bekommt. Ja, dann. Dann kann er. Desert machen. Ja, hat er zwar einen Double Dip dann nach Desert rein, aber. Kann ihn auch dann dementsprechend wieder abschließen. Ja, dann brauchen wir aber irgendwie dann noch die Möglichkeit, Turtle Rock oder Maya abschließen zu können. Genau. Und dafür nutzen sie entsprechend die Zugänge. Ne? Für Maya wäre es dann halt nur das Quake. Ja. Aber für Turtle Rock bräuchten wir Isa und noch den Ice Rod. Ja, die Sache ist eben. Stell dir vor, wir finden jetzt hier das Quake. Dr. Diabetes geht und macht Meier. Geht dann auf den Berg, um dann die Boots zu finden, damit er dann sagt: Okay, jetzt gehe ich nach Desert nochmal. Denn er war schon drin und er weiß, dass der Big Key eben halt auf der Torch liegt. Was Tantalus nicht weiß: Tantalus hat ja nur Meier-Shit gespielt. Weil er zu der Zeit noch nicht den Spiegel hatte. Ja, das stimmt. Ja, die Motte, die Marke ist wieder auf der linken Seite in der Ecke. Aber dennoch keine Chance gegen Dr. Diabetes und ja, wirft das letzte Item ab. Und schenkt Dr. Diabetes seinem vierten Crystal. Ja, Swamp. Also ich wäre jetzt ein großer Befürworter, erstmal nach Swamp reinzugehen. Na, ich wäre jetzt eher so wie Dr. Diabetes jetzt erstmal halt noch einmal die Aussicht von oben zu genießen, bevor ich mich dann für Swamp entscheide. Ja, gut, du hast recht. Ich habe mal gehört, dass frische Bergluft eine sehr gute Luft sein soll. Zwar nicht so gesund sein soll wie so Waldluft, aber auch sehr gesund. Aber immerhin allemal besser wie irgendeinen schlammrigen Modergeruch. Was? Was hast du gesagt? Du magst Schlamm? Nein, nicht so. Vielleicht, wenn ich Wellness mal bin. So von gut. Ah, so, okay, gut. So eine richtig schöne Schlammmaske. Okay, kann ich überstehen. Ja, Tantalus, du hast den Biki noch nicht. Den musst du dir Vanilla holen, der hinter der Lampe eben hätte. Das heißt, irgendwo müssen wir auch eine Lampe haben. Und über die Boots wird sich hoffentlich Dr. Diabetes jetzt gleich mal freuen, die er jetzt hier in der Chest bekommen wird. Ja, so ein angenehmes, ach gut, da seid ihr. Ja, gut. Ja, zufriedenes Nicken. Ja, zufriedenes Nicken einfach.
Aber ich sag mal, jeder freut sich über Boots, glaube ich. Also Boots sind, glaube ich, in keinster Weise irgendwie ein negatives Item, wo du denkst, oh nein, die will ich nicht haben. Aber Dr. Diabetes hat jetzt auch noch einen Vorteil, das müssen wir ja jetzt festlegen. Und zwar, er hat die nördliche Route noch von Witch of Outcast offen. Also, ja. Das heißt also, ein Check mehr, den er mitnehmen kann, wenn er lustig ist, indem er dann eben halt die Graveyard Ledge mit den Bootchecks kombiniert. So, Tower Fera. Bus. Ja gut, das hätte man gerne früher gehabt an Dr. Diabetes Seite oder Stelle. Ja, nur ein bisschen blöd. Es ist das einzige Medaillen, was wir nicht brauchen. Kennst du das anders in Rando? Nein. Ja, und jetzt hier mit Hookspeed ein Herapod. Schön hier mit Menu-Buffing arbeiten. Ja, wunderschön gemacht. Währenddessen Tadalos jetzt bei Aussetz ist. Das ist bitter. Ja, das ist sowas tut immer weh, ne? Du machst schon extra halt diesen Herapod, damit du diesen Weg wirklich abkürzen kannst. Und dann sagt der Feuerball einfach nein. Nö, einfach nein. Warum? Du gehst gefälligst Vanilla. So, auf diese Art und Weise. Und für Tatalos wird es jetzt wahrscheinlich auch. Nee, geht sogar Richtung Desert. Okay. Ja, Tantalus hat ja die Boots. Kann Desert ja auch abschließen. Ja, aber er hat ja das Tempered. Warum macht er nicht Eis? Ja. Dr. Diabetes, den Tanzen mit Moldom gewonnen und ja, Basement hat auch noch ein Item für uns. Ah, Dr. Lewis überlegt, möchte er wirklich jetzt das Basement machen oder möchte es nicht machen? Was würdest du an der Stelle machen? Was würdest du vor mir? Ich glaube, ich würde auf Desert gamblen, dass da was liegt, weil ich hätte jetzt keine Lust, jetzt auch noch da unten irgendwie diese Teils abzuwarten. Ist mir ein zu großer Zeitfresser. Ja, oh, die Big Chest mit dem Herz. Okay, dann war doch Tantalus schon mal hier drin gewesen. Oder auch nicht. Ich weiß, dass einer der Runner auf jeden Fall drin war. Aber du hast den Big Key, du hast ein Item raus. Vielleicht hast du jetzt das Glück, entsprechend jetzt auf Lenmo das zweite Item rauszuziehen. Ja. Dann kannst du dir halt die rechte Seite komplett sparen. Das definitiv. Und ja, folgt auch gerne auch unseren Runnern. Den Link hat unsere Trackerin, die Maya, gerade reingepostet. Würden sich freuen, beide spielen sie gerne den Randomizer, spielen auch sehr akribisch den Randomizer. Sind auch sehr nette. Also, hinterlasst ihn doch auch gerne mal einen Follow. Genauso wie unsere Trackerin, der Maya und mein Co-Kommentator, den Lanrux. Ja, aber vergesst auch den Kopf nicht, ne? Labert ihm die ganze Zeit von den anderen, aber du darfst auch gerne über dich selber da sprechen. Finde, kommt nicht immer gut an. Oder kommt nicht gut an, wenn man über sich selber redet. In dem Moment.
Ja, und das zweite Item auf den Amonas. Also alles richtig gemacht zum Plus. Aber keine Progression. Nee. Und das ist, was wir gerade suchen. Wir suchen also im Grunde eigentlich, suchen beide Runner oder wollen beide Runner eigentlich nur noch das Quake finden. Im Idealfall ja. Jetzt wird es halt interessant für den Dr. Diabetus. Er hat jetzt die Crystal Dungeons gemacht, die ihm zur Verfügung standen, also wie er abschießen konnte. Aber wo geht's jetzt hin? Ich denke, hier wird es jetzt nach Thiefstown ausgehen. Wenn er es jetzt fulkliert, wird er auch nochmal sein eigenes Tempered in den Händen halten. Und ja, mal schauen, vielleicht geht man danach zu Swamp. Sind auch Dungeon mit 6 Checks. Aber schön, ich kann mich auch irren. Anscheinend wird erstmal die Nordroute geklärt. Und auch entsprechend hier. Tantalus hatte auch einen Teil der Nordroute geklärt, aber in der Lightworld, also die Bonkoks und Kingstomb. Dr. Diabetus hatte die Boots jetzt ein wenig später gefunden, kann jetzt auch noch die Graveyard Ledge mitnehmen. Und weil es jetzt da Quake liegt, ouch. Ja, und Tantalus macht jetzt natürlich die Sachen, die Dr. Diabetes schon gemacht hat, indem er jetzt Eisfälle spielt. Ja, die Frage wird jetzt sein, wird Dr. Diabetes dann die Hammerpicks noch mitnehmen? Ja, also das wäre jetzt das und, Nächste, was er machen könnte. Oder wird er rübergehen Richtung Catfish, eventuell noch die Pyramid Ledge mitnehmen? Stimmt, Catfish haben wir ja auch noch gar nicht gesehen. Da habe ich schon wieder komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Wahrscheinlich ja, und den Pilz können wir mitnehmen. Und den Pilz können wir noch checken. Also wir haben den Check vom Pilz auch noch nicht gesehen. Haben wir auch noch nicht vergessen. Und das kann Dr. Diabetes jetzt alles in einen Abwasch machen. Ey, jetzt stell mal vor, jetzt gibt er den Pilz ab und nachher liegt das hinterm Powder. Er kann danach nicht mehr Fake Powdern. Ja, das kann passieren. Aber er könnte auch jetzt einen Hard Reset dann machen, weil er weiß, dass die nördliche Route nichts hatte. So musst du es auch sehen. Ja, das Buch, natürlich, das will man jetzt an dieser Stelle natürlich sehen, wenn man schon mal auf dem Berg gewesen war, komplett. Ja. Interessant, würde ich mal sagen. Ja, das Buch, das könnte jetzt sich zu einer möglichen bösen Falle herausstellen. Vanilla Quake? Vielleicht? Nein, aber das Bugnetz. Wären wir jetzt in einem anderen Modus, wäre man für das Bugnet sehr dankbar, aber wir haben hier einen 6-6 Standard, sogar mit Startschwert. Ja, also es sieht vorher, was wir gesehen haben, ne? Da ist Bugnet sehr, sehr, sehr sinnvoll gewesen. Auf ne? jeden Fall. Ja, und das sieht mir nach Swamp bzw. eine Bombes-Tablet-Check aus. Und hier Tantalus wunderbar mit den Swordbeams gearbeitet. Wenn man nämlich die Swordbeams benutzt, also wenn man Firerod schießt und in demselben Zeitpunkt quasi das Schwert benutzt mit den Swordbeams, machen die Swordbeams quasi einmal den Firerod-Schaden. Damit spart man doch schon eine Menge an Mana.
Ja, vor allem, ich sag mal, ist es ja praktisch, wenn man dann eher auf Master Sword ist, da kann man ja ab dem Zeitpunkt schon Swordbeam schießen und man hat dann halt mehr Mana übrig, womit man dann die dann verwenden kann für den Fire Rod, denn die Fire Rod Hits machen auf Coils der Gold Sword Schaden. Ja, oh, und für Dr. Diabetes heißt es jetzt nach Songbein, währenddessen Tantalus, ja, was die Crystals angeht, aufgeholt hat. Beide jetzt mit demselben, oder noch nicht aufgeholt hat, er zu Scarlet gespielt, aber dann demnächst aufgeholt hat. Und ja, wie gesagt, beide auf der Suche nach allerhöchstens ein Item, was sie beide finden wollen. Und zwar eben das Quake. Natürlich notgedrungen nehmen sie auch gerne das Isa mit. Und hoffen dann eben halt entweder das Quake oder eben halt eigentlich in dem Fall dann das, den Ice Rod in Turtle Rock zu finden. Oder ich stelle mir jetzt was ganz Böses vor. Du findest das Isa, du musst nach Turtle Rock rein, findest dann auf der Laser Bridge das Quake und ja. Und darfst nochmal zurück und findest dann in Maya den Ice Rod. Ja, genau. Aber nein, da sind wir in Gobold bei Dr. Diabetes. Und zwar die erste Chest in Swamp hätte man auch eher haben können, weil das sieht man auch bei Dr. Diabetes. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, jetzt halt Meyers auf dem Rainer mit. Und obwohl, wenn wir rein mit uns. Und, ja, obwohl, ja, wenn man so, überlegen lassen. Obwohl, wenn man so sieht, sind wir eigentlich logisch technisch nicht im Go-Mode. Wir brauchen natürlich eigentlich die Lampe jetzt. Allgemein brauchen wir die Lampe für den Fire Rod. Wir bräuchten die Lampe für hier Meyer zum Boss zu kommen. Also zu Witches zu kommen. Und sollte Dr. Diabetes jetzt keine Silvers finden, dann werden wir wahrscheinlich einen sehr, sehr interessanten Ganon-Fight bekommen, ne? Du hast keine Lampe für einen Torch-Glitch. Also es spart halt sehr viel Magie. Und wir haben, ja, und du bist auf Master Sword. Boah. Also wird ein langer Kampf. Aber nicht vergessen, wir wissen zwar, wo wir noch ein weiteres Schwert finden könnten, und zwar in Tison, da wird aber Dr. Diabetes nicht mehr reingehen, aber wir haben ja noch ein weiteres Schwert im Pool. Und das könnte ja doch gut und schön noch in GT liegen. Das, also ich denke mal, Dr. Diabetes erhofft in GT irgendwie halt Silver's Cape zu bekommen, wenn er kein weiteres Schwert bekommt, oder eben halt das Tempered. Der Tantalus entscheidet sich fürs Fake Powder. Möchte wahrscheinlich gleich auch wohl den Pilz vielleicht abgeben. Oh Gott, wir haben einen Gottmeier. Oh, wir haben einen Gottmeier. Okay. Das ist natürlich das, was man sich als Runner in erster Linie wünscht. Gottmeier zu bekommen. Sofern man im Go-Mode ist. Ja. Natürlich weiß er, okay, der Raum jetzt hier ist nicht in Logik, weil keine Lampe. Aber nicht schlimm. Einfach mal nach unten dashen, bonken, nach links gucken und den Hookshot benutzen, Pot aufheben und den Somaria-Stab setzen. Ich bin eher so der, ich nehme eher so die Favoriten, also mein Favorit ist den Block schmeißen. Deine? Beides sehr legitime Methoden. Ja, bei dem Hookshot-Bonk ist es halt, da brauchst du gutes Timing. Ne? Also bist du da ein bisschen zu langsam, wirst du von den Medusas getroffen und dann bist du halt irgendwie, glaube ich, fast komplett raus. Aber werfen ist aber auch eigentlich ziemlich angenehm. Du bist unten in der Ecke, läufst ein kleines Stück, drehst dich um und wirfst deinen Block und auch da hast du den Schalter ausgelöst. Also ich bin aber eigentlich Fan von beidem geworden. Fan von beiden. Also wie gesagt, ich bin vom Werfen eher so der Fan. So habe ich es gelernt und damit komme ich eigentlich sehr gut klar. Ja, der Fight Team wird auch jetzt sehr interessant. Die kleinen Augen brauchen jeweils drei Pfeile. Ich hätte hier eher die Bomben benutzt.
erstmal, weil das große Auge braucht nämlich auch noch so seine 8 Pfeile. Oh, Dr. David, bitte aufpassen. Du hast zwar noch eine Fee, aber die möchte man doch jetzt gerade in dem Moment noch für sich behalten. Ja, und Tantalus entscheidet sich auch erstmal nach Hera zu gehen. Ja, wir haben auch gesehen auf Tantalus Seite, dass er auch noch das Isar-Tablett mal gecheckt hatte und da war auch nichts drauf. Ich glaube, nur ein Herzteil. So, aber wir haben unser 6. Crystal. Das bedeutet, wir spielen ein Spiel. Möchtest du es uns mal schnell erklären? Ja, gerne doch. Also, Dr. Burs hat jetzt seinen 6. Crystal in den Händen und wird sich auf den Weg nach GT machen. Und unsere gute Maya wird mit Sicherheit jetzt auch gleich das Startsignal geben und den nach Dr. Diabetes wird auch nach dem Bicky suchen. Wir haben Checks von 1 bis 22. Und ihr dürft da gerne einen Tipp abgeben. Wer den richtigen Tipp abgibt, kriegt natürlich ein schönes Shoutout von kommt einen schönen feuchten Händedruck von mir, nochmal eine Handvoll imaginärer Internetpunkte. Und, warte mal, nee, umgekehrt. Ich gebe die Punkte. Hey, ich gebe die Punkte raus. Einen feuchten Händedruck rausgeben, wenn jemand möchte. Hallo, ich habe mir gerade meine Hände abgetrocknet. Ich habe keine feuchten Hände mehr. Ja, aber dann hast du sie leider zu früh abgetrocknet. Ja, deswegen musst du es ja jetzt machen und dann bin ich für die imaginären Punkte zuständig. Ja, na gut, dann tauschen wir heute mal ausnahmsweise. Ah, sehr gut. Wieder meinen Willen durchbekommen. Ist doch gut. Ja, aber was ist denn dein Tipp für heute? Ja, wie immer die 12. Wie immer die 12. Ich bin für die 14. Dann schreiben Sie es rein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und hat Lulus jetzt auch Hera beendet? Frage ist, wird er jetzt Richtung Basement noch gehen oder sagt er sich doch, ich gehe jetzt doch Richtung Swamp Knight? Es sieht nach Basement aus. Ja, aber ich muss auch zugeben, die erste Chest von Swamp, die blendet man wirklich gerne aus. Naja, besonders Swamp Pendant. Ja, aber wir haben ja auch die Möglichkeiten, dass wir das auch entsprechend full clearen könnten. Ja. Auch wenn es jetzt nicht gemacht werden muss. Denn nach der ersten Chest würde ich danach auch nicht mehr weitermachen. So, und sobald Dr. Diabetes GT betreten hat, wird die liebe Maya auch dann Stopp in den Chat hoffentlich schreiben, damit alle wissen, es werden keine Tipps mehr angenommen. Wir wollen einfach keine Tipps mehr annehmen dann. Genau, aber du darfst. Es tut uns leid. Und zwar genau jetzt. Ja, unser Guter kommt zählt jetzt auch. Für euch. Ich kann doch nur bis 7 zählen, das weißt du doch. Reicht doch, hoffentlich. Ja, okay. 5? 3? Oder habe ich die falsche Reihenfolge gerade genommen? Wie du zählst, egal. Hauptsache du hast die richtige Zahl bei Bicky. Okay. Ne, das wird die 6 sein jetzt hier. Ne, es war die Nummer 3 jetzt. Na? Okay, wenn ich so sehe, Dr. Devius macht die Stahlfoss platt, entscheidet sich dann auch für die linke Seite komplett. Ja. So, weiter kann ich nichts hin. Das war, glaube ich, jetzt die 7, ne? Genau, das war die 7. Jetzt kommen wir zu Check Nummer 8. Ach, die 8 kommt danach. Oh, hätte man mir vorher sagen können. Oh, ich glaube, ich sollte mal wieder in die Schule gehen. Ja, und Tadros wird jetzt auch sich
freuen, ärgern, wie auch immer, wenn er sein Go-Mode-Item findet. Ja, vor allem diesbezüglich. Wie oft sind wir jetzt an Swamp schon vorbeigelaufen und hätten da zumindest mal vielleicht ein Dip machen können? Also außer rein Theorie, auch wenn das, wenn man halt ungern in Dungeons rein dippen möchte, vor allem wenn sie auch noch entsprechend pendant sind. Oh, das war die 9. Jetzt kommen 10. 10 bis 13. 11. Meine 12. Ist das Gelbe, ist aber nicht das Gelbe. Nein! Warum? Warum gehst du nicht unten rechts hin? Ja, es ist die 13. Ja, er hat es ja damit gekriegt und hat es extra andersrum gemacht, damit du die Zahl nicht bekommst. Aber wir haben die 13. Ja, und da haben wir einen einzigen nur oder eine einzige und zwar Linuru 25 mit der 13. GG's. Ja, GG. Von mir gibt es einen imaginären feuchten Händedruck. Ne? So richtig schön, Händedruck, so richtig schön, ne? Naja, das ist, so genau wollen wir es jetzt nicht wissen, wie du ihn gibst. Samstag, du gibst den. Und ich überweise jetzt imaginäre Punkte durch mein Denken an dich in Form von 25.000. Ja, und bitte nicht alle auf einmal ausgeben. Ja, am besten anlegen. Such deinen imaginären Punkteberater, der kann bestimmt noch mehr draus machen. Ja, die Banken geben ja leider keine Zinsen mehr. Also daher. Ja, vielleicht funktioniert das noch bei den imaginären Banken. Sind ja auch imaginäre Punkte. Ja, das stimmt. Dann gibt es auch imaginäre Zinsen. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass Dr. Diabetes die oberen vier Chests jetzt auch noch alle checken wird. Ja, man ist auf Master Sword unterwegs, man hat keine Silvers und da hofft man doch schon auf wenigstens ein weiteres Schwert, weil auch hier Ganon mit Master Sword Spins ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Anstrengend, einfach nur anstrengend. Wenn man so überlegt, gut, die erste Phase ist doch leicht mit den 12 Hits. Die zweite Phase wird schon ein bisschen schwieriger, besonders weil wir kein Cape haben. Da muss man darauf achten, wo er dann im Tent steht. Und wenn man gut ist, kommt man sogar auch mit einem Hookshot gut klar. Ja, die dritte Phase ist auch mal wieder ein bisschen leichter mit den 4 Spins, aber dann 24 Spins in der letzten ist so eine Sache. Ja, man muss auch dran denken, ja klar, Dr. Diabetes hat Half Magic, das wird ihm noch ziemlich zugutekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob Dr. Diabetes weitere Safeties hat. Ich glaube, eine Flasche ist leer, da war die Biene drin. In der anderen Flasche ist nur eine Fee. Ja, das ist die Frage. Wir werden zwar jetzt oben nochmal bei der Pre-Modern Chest nochmal eine Fulmanung bekommen. Aber ja, dann kommt eben dann noch die Frage, die du ja auch schon mal beantwortet hast. Torch Glitch und Fire Rod. Der kann echt unangenehm werden, wenn man sich nicht richtig hinstellt oder zu falschen Zeitpunkt den Fire Rod nutzt. Ja, aber ich habe gerade irgendwie zufällig erhascht. Dr. Diabetes habe ich gerade beim Quickswappen gesehen, hat eine Green Potion dabei. Also okay, das gut. Ist schon. Beziehungsweise, das ändert schon wieder einiges. Ja. Oh, was finden wir hier oben? Ja, nochmal ein paar Fälchen, die wir nicht benötigen. Ein Kompass, damit wir wissen, dass es wirklich Aga 2 ist. Nicht auf einmal ein Trinix da oben auf uns wartet. Nein, wir sind im normalen Modus. Da sagt er nur, wo der Boss ist. Der sagt aber nicht, wer. Ja. Ah, guck mal, da haben wir noch eine Green Potion. Die nimmt man natürlich gerne mit. Aber, was nützt sie, wenn man kein Cape hat? Hier bin ich eher auch so der Fan. Hookshot mit der Kombination mit dem Master Sword Spin. Ja, und da tut es jetzt auch mit seinem sechsten Crystal. Ja, im ganzen GT ist Dr. Diabetes. Ja, die Blume, die nimmt man natürlich gerne jetzt auch noch als Heftchen mit. Aber jetzt kommt das, was du angesprochen hast. Master Sword, Silverless, Ganon Fight ohne Lampe, Torch Glitch.
ja, zu treffen. Auch hier die Blue Mail, das ist jetzt auch noch so der letzte gute Segen, denn auch jeder Hit von Kanon ist wirklich schmerzhaft. Ich glaube, wie viel waren das? 5 oder 6 Herzen Schaden von der ersten Firebat? Oh, ich glaube, es sind sogar nur 4, bin mir aber jetzt nicht sicher. Aber was heißt nur 4? Das ist nur, weil jetzt, ne, so lapidar da gesagt. Es tut schon weh. Ja, schöner Schritt mit zum Schluss. Und ja. Wenn Dr. Diabetes jetzt noch daran denkt, dass er, wenn er auch mal nach hinten bonkt, um runter zu gehen, um den linken Baum mal zu bonken, dass da noch eine 4 ist, könnte er seine HP sogar noch mal ein bisschen nach oben steigern und sich vielleicht ein bisschen sicherer sogar noch fühlen. Na, 2. Mal, ich lese gerade 2. Auf Blue. Ja, dann würden die ja dann 4 machen auf Green. Weil Blue macht ja nur Schadensreduzierung um 50%. Oh, und jetzt nehmen wir mal 2. Der Renfight 3. 4. 5. 6. Aua. 8. 10. Ja, das ist eigentlich eine super Pussy hier hinten. Ja, genau. Für die zweite Phase. Aber wenn das Schwert nicht will, dann will es nicht. Hier auch wieder 12 Hits. Ja, wie gesagt, der Fight, der ist wirklich sehr anstrengend. Ja, das ist ein langwieriger Kampf. Ne? Du kannst ihn halt nur immer mit Spins verletzen. Du musst jedes Mal einen Spin aufladen. Also da freut man sich halt auch, wenn man wirklich Double Hits hat. Vor allem, wenn er dann irgendwie in der Ecke steht. Dass du so wie hier zum Beispiel. Genau. Hier zum Beispiel nimmt man gerne, stellt man sich hinterm Kopf, um dann eben halt eine Runde zu sterben. Ja, das auch, aber auch um eben halt die Doubles einzunehmen. Aber wir haben ja hier eine Fee. Das heißt, er müsste aber die zweite Phase jetzt schon überstanden haben. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt bitter, dass hier in dem Moment die Firebats kommen. Ja, 4 Spins und dann zum Schluss eben halt gucken, dass man den Torchlitchen bekommt, plus eben halt die 24 Spins ins Ziel bringen. Also 4 Spins, also wir sagen mal so, auf der Blue Mail, die ersten Bats machen 4 in der zweiten Phase, machen 4 Herzenschaden. So wie ich es vermutet habe, in diesem Mai sind die Silvers so nebenbei. Und den Dodge-Ritch hingekriegt. In der dritten Phase sind es dann nur noch 3 Hits, also 3 Herzenschaden. Und dann in der letzten Phase jetzt hier sind es nur noch 2. Ja, aber wie gesagt, Dr. Diabetes hat genug Green Magic, also auch da, wie gesagt, du hast ja Torchlight gut hinbekommen, da ist es ja auch kein Problem, dass man jetzt mit dem Fire Rod unterwegs ist. Ja, und da ist es Isa, wir haben jetzt Isa gefunden, also wenn Tadros will, kann er sagen, ich gehe noch mal nach Tadrock rein. In der Hoffnung, dass Ara vielleicht da mal hin. Ja, aber Mission Meyer hat die Silvers. Ja, beim Gottmeier geht man nicht noch mehr, wenn man im Go-Mode ist, geht man ungerne Richtung den Items noch. Genau, ne, auch hier auch nochmal ein Tipp, auch für Spieler, die vielleicht jetzt auch mal gerade mit Rando angefangen haben oder sich auch dafür zu interessieren. Es lohnt sich auch, so wie man das bei Dr. Diabetes sieht. Vielleicht nicht am Anfang unbedingt mit einem Master Sword, aber Ganon versucht mal ohne Silver zu besiegen. Na, man muss da halt den Spin aufsetzen und sobald er sich da irgendwie anfängt wegzuteleportieren, ist er für einen ganz kurzen Moment verwundbar. Ja, und Tantalus, ich finde es interessant, was Tantalus hier macht, dass er komplett Food Ride geht.
Ja, da wird er dann entsprechend das im Randoruman halt zuletzt Druck rausholen. Ja. Ich hab nicht mitgezählt, wie viel Hits wir jetzt schon haben. Aber das sollte es gewesen sein, sogar jetzt schon. Ja, ich würde sagen, das waren 24 Hits. Glaube ich auch. Und ja, wenn Dr. Diabetes jetzt nicht runterfällt über den Endboss der Treppe, wird er den Sieg beenden. Ihr könnt den GG reinschreiben. Und damit gewinnt ihr Dr. Diabetes mit einer offiziellen Zeit von 1:24:19. GG's. Ja, wenn er will, kann er auch nach oben kommen, zu uns oder zu uns im Interview kommen. Wir beißen nicht. Wir wollen nur kuscheln und wollen nur liebe Fragen stellen und dann im Nachhinein die Person im ganzen Stück einatmen. Hört sich falsch an, aber naja. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall schon mal unten in unserem Setup. Er und kann auch gerne hochkommen, genau. Und da ist er auch. GG's Dr. Diabetes. Ja, GG. Ja, vielen Dank. Hallo. Hallo. Na, erzähl mal, wie war der schöne 6-6? Also, Standard. Ich muss sagen, ich war eigentlich ganz zufrieden zuerst mit dem hier Firewall Found in Palace of Darkness. Mhm. Nur dann halt zum Schluss, dass hier das Quake direkt in der ersten Truhe ist in Swamp Hill. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen Zeit genommen, um die zu finden. Würde ich mal sagen. Und zum Schluss der Gen-Fight war ich nicht ganz so zufrieden mit, aber Silver, das Master Sword hat man ja jetzt nicht so oft, sage ich mal. Von daher geht das nicht. Nimmst du als Übung, oder? Nimmst du doch mal als Übung. Genau. Für die nächsten Master Sword Silver Fights. Ja. Der erste Test eben halt Swamp. Ja, da geht man gerne rein, besonders wenn man, ne? Ja, es waren halt die gesamten Crystal Dungeons schon für mich zugänglich, abgesehen halt eben von hier im Turtle Rock und hier Maya und deswegen das lange geskillt. Ich dachte auch schon vielleicht, ob in Thieves Town oder in Icewood Cave noch was ist, weil ich mich dafür entschieden habe, das zu skippen. Aber Gott sei Dank war es anscheinend nicht so fatal. Nee, war es nicht. Also die paar Bomben, die hattest du dann woanders gefunden. Also da musstest du dir keine Gedanken machen, muss ich dazu mal sagen. Ja, war ein sehr freundlicher Seed, muss ich sagen. Also ich fand ihn viel zu freundlich. Ich habe mir eher was Schlimmeres vorgestellt, aber ja, also warum nicht, sagen, ne? Die Seed war jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, ja, das Schwierigste wahrscheinlich halt eben der Masters wird gerne und vielleicht habe ich mit manchen anderen Sachen wie bei Erwitty ein bisschen langsam angestellt, aber ja. Könnte besser gehen. Und könnte aber auch schlechter gehen. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, also du kannst ja auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Letztendlich bist du recht früh quasi tantalos davon gerannt. Oder davon gelaufen, muss man sagen. Gerannt bist du ja nicht. Du hattest ja die Butze recht spät erst abgeholt. Die hatte tantalos direkt nach dem Mützig quasi abgeholt. Wo lag die Butze nochmal? In zweite Chest. In Cave. Ah, stimmt, Puxer Cave, ja. Ich war auch zuerst am Überlegen, ob ich da vorhin gehe, aber ich dachte mir so, ja, ich kann jetzt so viele Crystals machen, ja komm, dann machen wir die erstmal. Naja, ist auch richtig, erst Crystals, dann Checks. Ja. Das Quake, das war ja nun mal das, was du wahrscheinlich die gesamte Zeit gehofft hast. Bitte, komm wahrscheinlich, ne? Ja, ich dachte halt irgendwie, jetzt habe ich die Boots gefunden, dass es vielleicht bei den Bootchecks irgendwo liegt, weswegen ich halt dann die gesamten Kram da mit Catfish halt zusammengeführt habe. Aber leider war da halt nichts und dann halt direkt die erste Tour im Swamp Palace hätte ich halt viel, viel früher holen können, aber ja, passiert. Also, ich hätte da beide früher holen können, weil mit den Mirror und mit dem Hammer hätte es sich angeboten und ihr wart ja direkt nebenan gewesen mit der Purple Chest und den Gelb. Aber warum sollte man halt so Swamp gehen, wenn man nicht sagen kann, ja, dann spiele ich mal ein bisschen Out of Logic, Pillars of Darkness und Eastern. Ja, genau.
Ja, das ist halt letzten Endes dann halt immer noch ein bisschen Wendo, ne? Von daher. Ja, die Silvers in Meier. Auch eine gute Location, würde ich mal sagen. Also, die hätte ich niemals weggeholt, also. Ich war mir nicht mehr sicher, wo in Gens Tower noch ein Pfeildrop ist, deswegen habe ich mir halt vorher noch mal 5 Pfeile abgeholt hier aus der Hut in. Hier, in Kariko. Weil ich das irgendwie gerade nicht mehr im Kopf hatte. Naja, ich weiß gar nicht, wie viel hattest du denn gehabt, bevor du nach Kiri reingegangen bist? 3 Pfeile, glaube ich, was halt wenig gewesen wäre für GT, für den Kleinen. Ich weiß gar nicht, ob die Chests allgemein auch Pfeile hatten. Darauf habe ich jetzt nicht so wirklich gehabt. Da habe ich keine bekommen. Ja, gut, dann. Na gut, vielleicht wären Du hättest nach Render Room weitergehen können durch den Teleporter und auch da, wo du normalerweise gegen die Wand brauchst. Ja, um eben halt abzukürzen. Durch den Teleporter durch und der Porter drunter, also in dem Raum, wo du hin teleportierst, der hätte dann nochmal 5 Pfeile für dich gehabt. Ja, na gut, den hebe ich mal halt so gut wie fast nie hoch, deswegen den No-Bad. Also der hätte 5 Pfeile und eben halt sollten die dann die Pfeile ausgehen, letztendlich nochmal bei den Mimics, hätte der zweite Mimic-Raum eben halt der rechte Pots hätte dann eben halt noch die Pfeile, die weiteren 5 Pfeile gegeben. Na, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der Gemi, musst du eigentlich jetzt ran? Ich habe noch die ganzen Verbleibenden, also das war jetzt hier mein erstes Match, ich habe jetzt noch gegen Skipsy, gegen Burger, Trix und hier, MS hat noch offen, ist auch noch nichts geplant, ich glaube das nächste werde ich mit Burger absprechen. Und dann mal schauen. Aber ist ein guter Anfang schon mal in die Gruppe, weil ich glaube, da ist vieles möglich bei uns, wer da gewinnt, wer da verliert. Ja, ihr habt schon eine sehr unangenehme, also du hast auf jeden Fall eine ziemlich unangenehme Gruppe erwischt mit einigen Spielern. Die Legende Skipsy, wie man immer mal so sagt, der ewig dabei ist. Und ja, also da sind schon ordentliche Kaliber dabei, sag ich mal, ob neu oder alt eben halt. Und da sehe ich eigentlich fast jeden weiter, je nachdem wie eben halt die Tagesmotivation bzw. die Tagesform abhängig ist. Ja, das Ziel, das ist auf jeden Fall hier in die Top 3 zu kommen, dass ich weiterkomme. Immer schauen, wie es wird. Ja. Hört sich doch gut an. Das klingt nach auf jeden Fall nach einem Plan. Übrigens, das Tempered Sword, ne? Ja. Was Tantulus hat. Das war in der in Attic. Ah, ja gut, also. Es ist halt immer so, ja, okay, Pendant Thiefstone macht man jetzt, macht man ziemlich ein Green Pendant, macht das halt nochmal ein bisschen attraktiver, aber ich hatte diesmal irgendwie weniger Lust drauf, deswegen, ja, einfach nicht gemacht. Ja. Du hattest ja das Master Sword, also daher. Hat halt gereicht. Hat ja gereicht, also bist du ja gut durchgegangen, hattest auch super Fights mit, also Bossfights gehabt. Also, das ist ja gefallen. Die Motze, die wollte nur nicht mehr so richtig, ne? Ja, die war ja meistens so, verstecken. So links oben in der Ecke, das ist so der Lieblingsspot von der Motte in letzter Zeit. Ja, die reizt sie irgendwie gerne. Naja. Ja, also, aber weißt du schon, was du. Wer von also Burgo und deiner Möglichkeit darf was picken? Als erstes. Warte, das kann ich dir gleich nochmal sagen. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal geeinigt, dass es kein 6-6 Crystal wird. Also ich mag das eigentlich, wenn man halt dann halt echt mal ein paar Dungeons skippen kann, je nachdem wie halt hier Items liegen, muss ich sagen. Ja. Und auf jeden Fall kein Big Key Shuffle und keine Starting Boots. Da muss ich mich noch entscheiden für, was wir dann letzten Endes davon nehmen. Vielleicht ein AD? Mal gucken. Oh, AD, da bin ich dabei. Ja, eine schöne 2-Stunden-Zeit, let's go. Oh, muss nicht unbedingt sein, 2 Stunden. Wir uns freuen. Und ich sag auch nochmal für die Zuschauer, wir können ja leider nicht jedes Spiel restreamen hier auf Speed Gaming, aber wenn man trotzdem die Runner sehen möchte, ne, könnt ihr auch gerne diesen folgen und auch außerhalb der Restreams ihre Spiele ansehen. Ja, ich poste nochmal die Links der beiden Runner rein. Wenn der Bots es möchte, da sind sie. Wie gesagt, wie Lanus es schon gesagt hat, jetzt habe ich schon 3-mal gesagt, jetzt 4-mal gesagt, jetzt 5-mal und so weiter und so fort. Folgt auf jeden Fall gerne den Runnern.
die haben es verdient. Die spielen wirklich mit Herz und Seele, Randomizer. Und ja, es macht auch Spaß, denen zuzuschauen, muss ich sagen. Also mir macht es auf jeden Fall immer wieder Spaß, da reinzuschauen. Und ja, sind auch ganz, ganz liebe. Und wenn ihr da auch Fragen habt, könnt ihr die Fragen da auch reinstellen und ihr bekommt eigentlich direkt eine Antwort. Also freuen tun sich auf jeden Fall beide Runner darüber. Und natürlich, ich sag's immer wieder gerne, lasst auch einen Follower für unsere liebe Trackerin der Maya da und meinen Mitkommentator Lanux. Würden sich auch beide freuen darüber, wenn doch wieder, wenn irgendwie der ein oder andere sich da zugesellt und auch da müsste schreibt, beide spielen auch den Randomizer. Und ja. Ja, und ich gebe natürlich das gleiche auch an Kom zurück, ne? Also ihr könnt auch gerne beim Kom mal vorbeikommen, auch gerne bei ihm einen Follow hinterlassen. Da wird man sich auch gut wohlfühlen, auch immer wunderbare Unterhaltung finden. Zwischendurch werdet ihr auch mich bei Kom finden. Also, na, dann gibt es sogar mal im Doppelpack hier und da mal. Aber man wird nur einen hören und nicht beide. Außer man spielt gegeneinander mal was. Ja. Ne, aber hier jetzt natürlich auf Tantalus Cycling jetzt. Auch einen entsprechenden Genin-Fight. Hier aber jetzt mal mit einem Tempered Sword. Ne, da braucht man halt nur noch halb so viele Spins. Also statt 24 nur 12. Und, genau, und damit auch Tantalus jetzt durch. Genau, und ihr könnt eure GGs auch für Tantalus in den Chat reinschreiben. Denn Tantalus wird jetzt gleich sein Seed mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 35 und 29 Minuten beenden. GGs an ihn. GG. Ja. Vielleicht kommt er auch nochmal zu uns hier nach oben in den Interviewbereich. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ich denke mal, dich auch, Dr. Diabetes, nochmal ein bisschen zu reden nach dem Seed hier. Und ja, ich sehe ihn schon im Setup. Er möge nach oben kommen. Und da ist er. GG Tantalus. GG. Falls wir den Tantalus gerade hören können. Ah ja, wir hören dich. Ja, jetzt hören wir dich. GG. Ja, GG. Tantalus, komm, erzähl uns, wie fandst du den Seed so an sich? Keine Ahnung, ich bin frustriert. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du frustriert bist. Eigentlich hast du ja alles richtig gemacht, wenn man so sieht. Gut, Seaston, den Pennant kann man zu Ende spielen. Ja, ist aber ein Riesenzeitverlust. Du hattest ziemlich früh die Boots gehabt, hattest auch ziemlich früh deinen Master Sword gehabt, aber dann war irgendwo dann der Wurm bei dir drin, auch was das Routing angeht. Erklär uns mal zum Beispiel mit den Boots. Warum hast du... Ja, natürlich ist es ein legitimes Play mit Kingston und Bumperledge, aber warum hast du nicht gewartet, bis du eventuell doch auf dem Weg, was du ja dann in dem Fall glücklicherweise hattest, nicht die nördliche Route mit dem Mirror gespielt hast? Oh, keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich denke da nicht groß drüber nach. Ich mache einfach das, was mir gerade in den Sinn kommt. Ja. Ja, aber wie gesagt, du hast dich tapfer geschlagen. Du hast eigentlich, ja, wie gesagt, hier und da mal vielleicht kleine Fehler eingebaut. Ja, kann passieren. Es ist random, ist klar. Ja, nebenbei haben wir auch in GT gesehen, wie gut du Mimik klippen kannst. Du bist schon mal den ersten Raum. Sah sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, geht besser, aber. Ja, aber trotzdem, das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Quake. Swamp Palace. Ziemlich früh erreichbar. Warum hast du es dir nicht gewagt, da reinzugehen? Keine Ahnung, wie gesagt. Hab halt andere Sachen erst gedacht. Mache ich anderes Zeug. Hab dann gedacht, vielleicht liegt es ja auf dem Pad. Deswegen bin ich erst nach Hera, hab Hera noch gemacht und dann hab ich gedacht, na, jetzt gehst du nach Swamp, du hast das Swamp voll clearen und ziehst dann mal das Pad. Das ist dann natürlich gleich in der ersten Kiste, das war halt schön. Ja. Ja, das hat man bei Dr. Diabetes auch gesehen. Da würde ich mal fragen, Dr. Diabetes, nach dem Fund des Quakes. Hast du dich
behind in dem Moment gefühlt? Also, ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich relativ okay gefühlt, weil ich halt die Tee geskippt habe und dann Firebolt gefunden habe im Airport, wodurch ich halt das ja sehr gut lauten konnte. Aber dann halt legit halt fast sämtliche Oberbildchecks gemacht, nur um dann ins Form halt F festzustellen, oh, das lag ja sehr früh da drin. Da habe ich mich dann ein bisschen so, okay, ich glaube, jetzt sind wir relativ hier, even vielleicht sogar behind, wenn sich Tantalus für einen frühen Swamp-Tipp entschieden hätte. Weil sonst war die Go-Mode, war ja sonst relativ schnell, abgesehen halt eben von dem Quake. Würde ich dazu jetzt sagen. Okay. Wie gesagt, Tantalus, du warst ziemlich früh auf dem Berg gewesen, mit den Bootchecks gespielt, ja. Hast du eigentlich alles das gemacht, was eben halt auch Dr. Diabetes gespielt hat? Ja. Erzähl uns, wie hast du dich so allgemein eigentlich gefühlt, als du den Boots so früh, so early bekommen hast aus dem Berg? Dachtest du, boah, cool, die habe ich jetzt weit vor meinem Gegner, oder dachtest du mir so, oh, könnte mein Gegner auch recht früh jetzt geholt haben? Ich weiß vielleicht, wie er spielt. Vielleicht Execution-Technik etwas stärker. Dafür bin ich wahrscheinlich im Routing besser. Was hast du in dem Moment gedacht? Ich habe mir ja nicht schon vorne gesehen. Wie gesagt, eigentlich habe ich mich gut gefühlt. Eigentlich war ja heute ein Sieg eingeplant, aber mit dem Sieg wollte ich in die zweite Runde starten, aber hat leider nicht funktioniert. Also jetzt nicht, dass ich jetzt dann gedacht habe, ich bin besser, aber ich habe halt mit einem Sieg einfach gehofft, dass ich starte halt. Und das ist auch verständlich. Ich meine, halt ein schöner Sieg hier in die zweite Gruppenphase, da beschwert man sich nicht drüber, glaube ich. Also ja, dann fühlt man sich schon mal ein bisschen besser. Jetzt dann mit der Niederlage sieht es halt scheiße aus. Also noch ist ja vieles in der Gruppe offen. Ja klar, ich kann das jetzt zwei Siege hintereinander und schon sieht es wieder anders aus, aber die Gegner waren jetzt nicht unbedingt schön. Leichter. Hey, apropos Gegner, weißt du schon, gegen wen du als nächstes ran musst? Ja, morgen gegen Skipsy um 20.15 Uhr Swordless. Oh, wird lustig. Das wird auf jeden Fall lustig. Und dann schon auch noch irgendwas anderes? Ja, am Samstag dann gegen Progor. Oh, und da ist der Modus? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich gesagt, das entscheide ich am Montag, wenn ich sehe, wie die zwei Spiele am Wochenende gelaufen sind. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch beiden weiterhin viel Glück, muss ich sagen. Ne? GGs euch beiden natürlich. Dr. Diabetes und Tantalus, ihr könnt. Also ich habe keine weiteren Fragen erstmal. Vielleicht du noch, Lanux, bevor ich was. Nein. Also ich bin auch mit Fragen durch. Wie gesagt, ich bedanke mich einfach für das tolle Race zwischen euch. Ne? Also es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, euch da zuzusehen, auch da wunderbar mitzufiebern. Wie gesagt, auch Maya Neko, danke dir fürs tracken, ne? Ohne dich hätte ich mit Sicherheit das ein oder andere nicht mitbekommen. Immer schön, dass du noch ein wachsames Auge hast. Und danke auch, Komp, dir, dass wir zusammen kommentieren dürfen. Ja, jetzt Dr. Diabetes und Tantalus. Eure letzten Wörter. Die komische Lampe war bestimmt in Swarm, oder? Das wissen wir nicht. Das ich hab's ja auch nicht gefunden. Also, es könnte möglich sein, dass sie in Swamp ist. Sie könnte in Swamp sein. Turtle Rock. Meier könnte sie sein. Wobei, nee, wo lag das Aoife? Aoife war in GT. Deswegen kann es länger nicht sein. War okay. Hinterm Firerod. Da hätten Turtle Rock auf jeden Fall nichts liegen können. Ja. Also, Meier könnte es sein. Die ist so ein Bicky Chest, ja. Die habe ich halt gemacht, weil ich keinen Hammer hatte. Ja, Bicky, genau. Also, die Big Chest hätte sein können. Ja, und keine Ahnung, und ein Swamp eben halt. Ja, Swamp ein bisschen Meier dann wahrscheinlich noch. Ja. Ja, okay. Aber. Aber jetzt. Eure letzten Wörter. Ja, ich bedanke mich hier. Und vielen Dank für den Restream und fürs Toy Commentary. Genauso wie vielen Dank fürs. Hier fürs Tracking und ich wünsche dir noch morgen viel Erfolg gegen. Es gibt ja hier in Tantalus und. Danke. Hier nochmal Sisi. Dann sieht man sich wahrscheinlich irgendwann im Verlauf der nächsten Woche vielleicht wieder. Mal schauen. Dann danke fürs Kommentieren, fürs Tracken und dir auch viel Erfolg in den restlichen vier Spielen. Danke, danke.
Und danke fürs Zuschauen, fürs Daumen drücken und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und vielleicht bis morgen abends 20.15 Uhr. Macht's gut, ciao. Ja. Ich denke mal, da wird der ein oder andere wahrscheinlich auch reinschauen, wenn es einen Restream gibt, dann das werde ich jetzt gleich mal gucken, was morgen nämlich an unserem schwarzen Brett quasi hängt. Währenddessen ich hier irgendwelche Dinge mache, um was hier einzufügen, Technik, ich liebe die. So, zack, jetzt haben wir's. Ja, morgen haben wir wieder mehrere Spiele aus Speed Gaming Deutsch und Speed Gaming Deutsch 2. Und zwar beginnt tut es morgen auf Speed Gaming Deutsch, also auf den Sender, beginnt es um 15.10 Uhr. Ein Enemy Shuffle mit Startschwert zwischen Spielewilli und Base. Dann auf Speed Gaming Deutsch haben wir um 16.10 Uhr. Das Spiel Boozus Man gegen Ralen Tankier, ein Inverted Big Key Shuffle mit Startbomben. Dann haben wir um 17.10 Uhr zwischen Tick Nido und Death King 2 ein Enemy Shuffle mit Boss Shuffle. Um 18.10 Uhr auf Speed Gaming Deutsch 2 haben wir genau dasselbe, bloß wie jetzt gerade eben gesagt, von Tick Nido gegen, gegen Death King, bloß eben, dass wir noch Startschwert haben. Nee, statt Boots haben. Und zwar ein Enemy Shuffle plus Boss Shuffle plus Startboots und sogar gegen Randall Norris. Dann haben wir aus Big Gaming Deutsch um 20.10 Uhr ein 6-6 Fast Cannon mit Bootstart zwischen Bumblebee und Holy Smoke. Und dann haben wir um 20.10 Uhr noch aus Big Gaming Deutsch ein Race und zwar zwischen Terminator, The Terminator und Soulwork, ein OpenScene 777 Keycenty mit Startgeld. Hört sich auch sehr interessant an. Und dann nochmal um 21.20 Uhr aus Speed Gaming Deutsch. Ein All Dungeon Map Compass Shuffle mit Startschwert, auch kurz geschrieben ADMC Shuffle. Zwischen Ravis und Lost in Pain. So, das sind die Ankündigungen für morgen. Heute wird es nichts mehr geben. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei dir, Lanux, fürs Mitkommentieren. Maya, danke fürs Striken. Roti, danke fürs Aufsetzen des Restreams. Und allen möglichen Dr. Diabetes, Tantalus, euch GGs und viel Glück in euren nächsten Runden. Ja, folgt gerne, ich sag's nochmal, unseren Runnern. Links stehen in den Chat drin. Würden sich freuen über neue Interaktionen, neue Leute kennenzulernen, spielen gerne Rando, ich spiele Turns immer wieder gerne. Sind auch sehr nette Persönlichkeiten, sehr nette Runner-Menschen und ja, ist genauso dasselbe auch mein Mitkommentator in Lanux. Lasst ihn da gerne ein Follow da, ist auch ein ganz lieber. Hat schon auch Spaß, eben halt bei allen zuzuschauen, genauso wie bei unserer lieben Trackerin der Maya. Und ja, wer noch Bock hat, irgendwie zu kommentieren, zu tracken, kein Problem. Joint uns auf unseren Discord, deutschen Discord. Der Link, der ist auch im Chat drin. Ja, wenn ihr das erstmal kommentiert, ihr braucht da keine Angst haben. Ihr werdet an die Hand genommen. Da wird euch ein erfahrener Kommentator dann zur Seite gestellt. Da ihr werdet da also nicht ins kalte Wasser geschmissen. Es wird ganz ruhig euch alles erklärt. Und ja, dasselbe ist auch beim Tracken. Wenn ihr trackt und nicht mit der Tracker-Software so, ja, euch gut erstmal anfreunden könnt, beziehungsweise ihr ein bisschen da nervös seid, was die angeht, euch wird da auch geholfen. Der Restreamer wird da was zu sagen. Die Kommentatoren, die schon mal getrackt haben, werden euch dazu was sagen. Also da werdet ihr auch nicht in eben halt in das kalte Wasser geschmissen. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf gut. Kommt gut in den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Morgen 15.10 Uhr hier auf dem Kanal weiter. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.